Was bisher geschah? In dem Gemischtwarenladen in Menniston finden wir den Leichnam des Besitzers und unseres Auftraggebers Hamilton. Bei ihm liegt ein Umschlag des Canadian Secret Service. Im Briefkasten entdecken wir den Schlüssel zu der Kiste aus dem Fluchtauto, einen Revolver und einen Brief an den Geheimdienst. War Hamilton ein Spion? Nachdem wir mit einem Schuss die Wölfe aus dem Hof gejagt haben, sehen wir dort erstmals einen großen, ungewöhnlichen Eisbrocken. Nur auf dem Foto sind rote, leuchtende Hufspuren sichtbar, die in den Wald führen. Oh, diese Finsternis. Krass. Nichts. Hier muss doch irgendwo diese blöde Zange sein, die ich brauche. Diese Ach kleine. Ja, wir brauchen eine Zange. Ansonsten, was machen wir hier? Ah, ich kann so ein Radio anmachen. Ja, aber das... Oh, das geht. Das ist ja, weil es Batterien hat. Stifte. Nein, das sind Schraubenzieher. Stifte. Sag mal. Oh, ah, da ist die Zange. Das ist auch wichtig? Eisenwaren. Das sind Nägel und sowas, ne? Okay, jetzt mache ich mal die Und da sind ganz viele Sachen zum sauber machen. Der sauberste Bereich hier. Aber sonst ist jetzt hier nichts. Da ist doch nochmal mehr Milch. Oh, war da was? Fragile. Hier ist was. Oh. Das dürfte zerbrechlich sein. Hm. Naja, gut. Ist ja nicht schlimm. Kannst du das Auto aufmachen? Nee. Man kann auch also, nicht reinschauen, ist ja widerlich. Und hinten im Kofferraum ist nichts, ne? Nee. Warum nicht? Da unten ist so eine Lampe. Was? Ja. Ah, ja, nee, ist die Schublade. Die komplett normalen Sachen. Was? Das ist eine Lampe. Was? So, jetzt mache ich den Generator hier an. Der hat speichert auch schon wieder ganz eifrig. Oh ja, dann haben wir irgendwas Cooles gemacht. Achso, da. Ja, wir haben... Ah, dafür haben wir die Klebe gehabt. So, jetzt haben wir hier wieder Licht im Magazin. Ja, jetzt haben wir ganz vergessen, dass da diese... Kannst du... Ah ja, kannst du Licht anmachen? Das ich habe hier Stromfunkgenerator. Okay, das heißt jetzt, wenn wir jetzt eine Taste drücken, hier haben wir wieder Licht, ne? Ja. Wie geil. Die Mucke läuft auch wieder. Okay, jetzt haben wir hier Licht. Aber was darum eigentlich? Wir haben doch hier alles schon durchsucht. Ja, ne? Wollen wir mal den Fußstapfen nachgehen? Ich bin so scharf. Ach so, oh, guck mal, wir können die Bilder angucken. A nice picture of the Magasin La Chance store, seemingly taken the day it was first opened. Das ist das, dieser Store, ne? In time, from an era long forgotten. Oh. Amateur hunters showing some pride at having killed a nice pelted beast. With men like this roaming the area, wolves would become extinct within 10 years, Carl thought. Da war noch mehr. Oh, hier ist eine. Nicht einmal durch. Halb Kebel gereist, um hier anzukommen. Achso, aber das ist nur das Durcheinander, ne? Ja. Das war ein Durcheinander, was Aber können wir nochmal gucken, da waren noch mehr Bildis. Hm, eins hatte ich vorhin schon angeguckt. Oh, da links ist auch noch was, Entschuldigung. Was? Ah ja. Das ist wichtig. Das sind die Anzünder, die brauchen wir mal. Ja. Wir haben bestimmt häufiger mal Feuer machen müssen. Ach, das haben wir schon. Jumping from that height was akin to tempting death. Ja, das sind die. Perhaps that man on the snowmobile had seen enough of this world already. Okay, jetzt mache ich mal. So, brauchen wir jetzt nochmal Strom in der Garage? Oder? Ich weiß nicht, wozu wir überhaupt hier Strom brauchen gerade. Ich auch nicht, aber es ist besser, wenn es an ist. Dann fühlt man sich auch gleich viel heimischer. Oh, gibt's hier eine Heizung? Oh, ich kann über die Leiche nicht rüberspringen. Ach, die Pumpe zum Auftanken. Dafür brauchen wir Strom. Ah. Wir müssen die aber noch einschalten. Oh. Wo geht das? Na, da vorne an dem Counter, da wo die Kasse ist. Ach ja? Na, da haben wir vorhin rumgefummelt schon. Kanada. Ach ja, jetzt weiß ich, was du meinst. Das hier. Sind wir alle offen gelassen haben? Ah, okay. Das ist die beste Musik ever. Ich finde die auch gut. Ich hoffe, sie ändert sich nochmal. Achso, das geht nach außen auf. Wie das Auto die ganze Zeit läuft, ja. Ja. Pass hier nicht durch. Wir sind nicht der Schlankeste. Oh. Ah. Ich muss gar nicht selber tanken, das macht der für mich. Wie nice. Na, das ist ja ein kleiner Tank, ne? Ja.
Ah, wir können es immer wieder machen. Straight away were to find the infuriated Jill Lachance. Any good investigation would have to start there. Okay, wir müssen diesen Jill. Aber die Frage ist, was mache ich jetzt mit den Fußstapfen? Ja, wollen wir da nicht hingehen? Doch, ich dachte, ich könnte das Auto mal ausschalten. Nein, ich glaube, das macht er nie. Na gut. Ich finde es so toll, irgendwie das Auto, also den Style. So, warte mal, wir müssen ja mal gucken. Wie sieht die Fußstapfen ja eigentlich nur? Obwohl, die liefen genauso wie die anderen Fußstapfen hier, ne? Die von die Wolfsfußstapfen. Ja. Das sind aber nicht die. Das sind. Da, oh, guck mal, da ist noch mehr eins. Von so einem. Kannst du noch mal ein Foto machen? Wo war die denn schnell? Das also. War sie nicht. Zur Not kannst du ja auch in diesem anderen Menü. Ist sie unter K oder unter C? C? Oh! C ist ducken. Oh, ist auch okay. Das wirst du, ne? Es gab aber, glaube ich, einen Shortcut dafür. Oder er findet es. Nee, er findet es uninteressant, deswegen hat das nicht. Nein, ich will doch sehen, die Fußstapfen. Achso. Oh Gott. Man sieht doch die Fußstapfen drauf. Ja, es sind ja. Die Wolfsfußstapfen. Nein, diese anderen. Ja, aber die sind die entsprechenden Wolfsfußstapfen. Ja. Also zumindest jetzt. Wir brauchen mal einen neuen Film bei. The store and its surroundings still held their secrets. And he didn't like to miss out. Das wird wahrscheinlich da hinten hingehen, ne? Wo das Blaue ist. Oh, es ist unheimlich. Was sieht er? Mega unheimlich. Warum sieht er denn da Fußstapfen drauf? Und jetzt? Oh! Das ist ein gefrorener Mensch. Das will er auch wegwerfen? Was, ja, wir sind bestimmt noch nicht dicht genug dran. Carl wondered what the hell could that thing be. It looked like a man fossilized in ice. Oh. All of a sudden, Carl felt like he was pulled inside a world of dreams. Oh. A cold, unknown dimension. Somehow, self-control was slipping from his grasp. Oh. Oh. Ich lauf dir mal hinterher, ne? Oh. Aber der ist da hinten lang. Die Fußstapfen gehen in die Richtung, ne? In diese hier. Ja. Aber die enden hier. Ach so. Ja, weil er da gefroren wurde. Und davor? Was ist davor passiert? Das ist wie in der Zeit zurückgehen, ne? Ja. Man hat gesehen, was ihm passiert ist. Was ist da? Da ist ein Buch. Da ist ein geheimnisvolles Tagebuch. To all appearances, this was a hunting log. Better yet, a war diary. Aha. Das Biest schläft gerne lang. In seinen Bau kann man so gut wie nicht eindringen. Überall ist Eis. Ich muss geduldig sein und darauf warten, dass es sich zeigt. Ich muss wie ein Jäger denken. Das Biest greift häufig die Siedlung am See an. Es versetzt die Weißen in Angst und Schrecken. Sie können es nie kommen sehen, aber sie fühlen seine Gegenwart wie eine eiskalte Hand, die sich um ihre Eingeweide legt. Das Biest stachelt die Wölfe an und macht sie aggressiver. Einer von ihnen hat mich angefallen. Ich musste ihm die Kehle durchschneiden. Als meine Klinge in sein Fleisch fuhr, klang es so wie beim Durchtrennen eines gespannten Drahts. Seils. Das Biest nähert sich den Menschen immer mehr. Es geht nachts auf die Pirsch und wird stets von starkem Schneefall, heftigem Wind begleitet. Ich habe versucht, seine Fährte aufzunehmen, hatte aber keinen Erfolg. Ich kenne den weißen Mann in dem Eisblock nicht, aber eines weiß ich ganz sicher. Das ist das Werk des Biestes. Seine Angriffe lassen das Blut seiner Opfer gefrieren. Die Weißen kennen sich mit dieser Naturgewalt nicht aus. Ich habe das Eis angefasst, in dem der weiße Mann steckt, und ich habe Dinge gesehen, aber ich habe sie nicht verstanden. Das ist ja genau wie wir. Man kann auch umblättern. Ja. Es war so, als ob Zukunft und Vergangenheit eins waren, oder als ob ich eine Spinne war und mit meinen 8 Augen gleichzeitig nach vorne und nach hinten sehen konnte. Dieses Biest, diese Kreatur stammt nicht von dieser Welt. Ich muss dieses Biest wiederfinden und falls nötig töten. Krass. Das heißt, was ist das, ein Alien? Und das ist jetzt offensichtlich ein... wie hübsch die Schrift ist. Ja. Aber der das jetzt hier geschrieben hat, scheint ein Native zu sein, ne? Ja. Oh, guck mal, da geht's ja noch weiter. Da geht's noch weiter. Oh. Oh, was ist das? Eine Kette. What could these engraved numbers mean? 739. A fresh path suddenly appeared before Carl. Ah, wenn man was rausfindet, dann kann man weiter zurückgehen in der Zeit. Kommt er wieder.
Aber er kommt mit einer Flinte, ne? Er hat eine Flinte. Das, der war in unserem Auto. Oh, guck mal, das ist ein Wolf. Nee, ein Schild. Ist das nicht unser Auto? Nein. Oh, 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 wer war das? Das war ein junger Mann. When you immerse your frozen hands in hot water, what happened? Now at least he knew who the unfortunate man petrified. Das war dieser Jill. Jill Lachance, the general store's manager himself. Den haben wir ihn ja gefunden schon. Ja. Krasse Scheiße. Aber ich glaube, wir müssen den Eisblockmann noch fotografieren, ne? Den to be the worst parking job ever. Who was Carl to judge, though? Yeah. It'd be customary to park like that around these parts, or not? Findet er auch doof. Was ist denn unser blödes? Achso. Können wir nochmal zurückgehen zum Mann? Das muss ja hier irgendwo sein. Bin der hier durch die Gegend gedüst? Na, da ist das Haus. Das heißt hier rechts. Im Prinzip nur geradeaus, glaube ich, hier. Hier? Und das ist mehr nach links, würde ich sagen. Weit mehr nach rechts. Hier so irgendwo muss dieser Typ sein wieder. Hier ist das Feuer? Ja, hier ist das Feuer. Ah, ja, genau. Ah, ja, da ist es. Da muss es sein. Da ist auch wieder das. Da ist er. Ja, mach mal ein Foto von dem. Sehr dynamisch eingefroren, muss ich sagen. Ja, Bild behalten, Gott sei Dank. Gott sei Dank. Und da sieht man auch wieder die Fußspuren, ne, auf den Fotos. Oh, neuer Notizbucheintrag. Ja. Okay, das heißt, diesen Jill haben wir. Was machen wir jetzt mit dieser Information? Jetzt wissen wir, wir haben diese Nummer, ne? 739. 739. Aber was sollen wir damit? Guck mal, ist das ein Kackhaus? Ja, bestimmt. Mit Schlüssel. Alles voller Spinnen und Kacke. Oh. Ja, irgendwie kann man da durchgucken, ne? In den Schnee. Carl wondered how long he would have to endure this skin stinging cold. Wie er mir irgendwie sagen will. Also okay, was ist denn jetzt? Ich guck mal jetzt in unserem Auto sitzend. Ja, auf, vielleicht in den Notizblock vielleicht. Ja. Genau, das wollte ich machen. Geht nicht. Was ist das für ein Scheiß? Da muss ich in den Laden gehen. Ja. Aber es ist ja schon fast schon ein bisschen so paranormal, ne? Also er hat jetzt da so seine Vision gehabt. Oh gut, er kann auch einfach nur verrückt sein, man weiß es nicht. So, jetzt soll ich haben... Achso, was ist das hier eigentlich? Was? Nicht beschriebene Dosen. Im Norden essen sie seltsames Zeug. Ja, gut, also Inventar. Notizbuch. Ich vermute ja noch, dass eventuell... Ah, ja. Okay, das hatten wir... Der Mord an Hamilton. Nächster Bereich C, voriger Bereich... Z. Ah, Carl Faubert. William J. Hamilton. Wer ist dieser Carl? Ach, das sind wir. Montreal, wir sind 42. Ich bin Privatdetektiv. Damit und mit meinem Veteranengeld für meine Zeit in Korea komme ich gut über die Runden. Für gewöhnlich werde ich angeheuert, um untreue Ehemänner zu verfolgen, aber Scheidungen sind teuer und deswegen gehen die Aufträge in dem Bereich immer weiter zurück. William Hamilton hat mich angeheuert. Er hat mich mit einem Scheck mit vielen Versprechungen überzeugt. Zudem wollte ich endlich raus aus Montreal. Und der Atamipec-See ist eine gute Alternative dafür. Wenn man weg will, sollte man solche Chancen nutzen. Wir nehmen es ja jetzt ernst, ne? Wir nehmen es in diesem Let's Play sehr ernst, den Mord zu lösen. Ja, wir nehmen es vor allen Dingen, ja genau, ich will wirklich die ganze Geschichte auch das verstehen. Sieht man auch an unseren Mützen, dass wir es sehr ernst nehmen. Ein reicher Industrieller, das ist ja William Hamilton, der von vielen geliebt, von vielen aber auch gehasst wird. Er will, dass alles, was in der Maniston-Region noch nicht ihm gehört, letztlich ihm gehört. Hamilton hat sich immer wieder über Anfeindungen und Angriffe beklagt. Mal seien die Leute vom Atamipec-See, mal die Cree. Manch einer würde sagen, dass er das auch verdient. Wenn man die Menschen schon ausbeutet, sollte man sie ansonsten wenigstens in Ruhe lassen. Das weiß ich nicht. Ah ja, so ist die nächste Seite. Das ist der, Jill, den wir gerade genau gefunden haben. Fragezeichen, Fragezeichen. Ja, wir wissen noch nicht alles über ihn. Er ist 26, Geschäftsführer. Und er ist ein unglücklicher Mann. Das Elend klebt an ihm wie Pech. Den Eindruck habe ich zumindest. Ein weiterer Schicksalsschlag für den armen Mann. Er steckt jetzt im Eis fest. Er wollte fliehen. Es war aber zu spät. Ich glaube, Wölfe waren hinter ihm her. Naja, mehr wissen wir auch noch nicht über ihn. Ne? Nee.
Meinst du, er ist tot oder ist er nur gefroren? Vielleicht geht das ja hier. Also das hier ist der Bereich für die Männekiken und das hier ist der Bereich für die Untersuchung. Kannst du mal auf Mord an Hamilton klicken? Ah, mein Klient ist tot. Es läuft alles aus dem Ruder. Mein Schmerz. Glück halt. Ist das lustig? Was? Mein Glück halt. Adresse des Geheimdienstes haben wir auch. Ein aufgerissener Umschlag adressiert an den Geheimdienst, wenn ich mich nicht irre. Da war nichts drin, ne, in dem Umschlag. Der war leer. Ja. Naja, doch, da war... Welcher Umschlag jetzt? Ja, den wir gefunden haben. Der hier unten neben der Leiche lag. Ja, da war nichts drin. Ist es wirklich die allerbeste Idee, die Tatwaffe loszuwerden, indem man sie in den Briefkasten steckt? Höchstwahrscheinlich befinden sich keine Fingerabdrücke darauf. Aber das Gesicht des Postboten hätte ich gerne gesehen, wenn er das Ding gefunden hätte. Ein weiterer Umschlag adressiert an Wo vom Geheimdienst. Darin befindet sich ein Schlüssel. Der Mörder hat wohl nichts davon gewusst, sonst hätte er ihn eingesteckt. Das heißt, ich bin dem Täter einen Schritt voraus. Hypothese über die Geschehnisse. Ich kann die ganzen Ereignisse nachvollziehen. Hamilton will einen sehr vertraulichen und verräterischen Brief an den Geheimdienst in Ottawa schicken. Er hat vor, den Brief in seinem verschlossenen Kasten zu versenden. Den Schlüssel zu dem Kasten will er separat verschicken. Das ist zwar mühsam, aber er will so vorsichtig wie möglich sein. Dabei wird er jedoch gestört. Wieder dieses Mannequin. Ja, das hat er abgemalt. Er verstaut alles und schickt den Schlüssel ab. Der Kasten landet allerdings beim Mörder. Wenn es eine Morddrohung gibt und die bedrohte Person am Ende tot aufgefunden wird, könnte man sagen, dass der Fall von selbst gelöst hat. Schade, dass die Drohung nicht unterschrieben ist. Hm. Ah, Jill Lachance ist zum Doktor gegangen. Jetzt muss ich wissen, ob der Doktor Jill gesehen hat. Ich weiß ganz genau, wie eine makellose Untersuchung abzulaufen hat. Das heißt, wir müssen zum Doktor als nächstes. Wir müssen zum Doktor eigentlich. Das wissen wir ja schon, wo der ist, ne? Haben wir hier auch, also das ist ja das Notizbuch? Oh Gott, eisiges Geheimnis, aha. Wo kommt der ganze Schnee her? Es heißt zwar, der Herbst sei schwierig vorherzusagen, aber das ist nicht mehr feierlich. 739, hier hat er sich das hingekritzelt. Ja. Ich habe heute sehr merkwürdiges Eis gesehen, das von innen heraus zu leuchten schien. So etwas habe ich bisher noch nie gesehen. Ich kenne keinen chemischen Prozess, der unsichtbare Abdrücke auf einer Fotografie sichtbar macht. Ich muss sagen, das Ganze wirkt absolut übersinnlich. Spuren von einem Rentier? Ein zu Eis erstarrter Mann. Das Bild ist schockierend. Das geschieht hier in der Gegend etwa, wenn man sich nicht warm genug anzieht. Was für ein schlimmes Schicksal. Die seltsame Vision, guck mal, da fehlt uns noch ein Bild. Die seltsame Vision, die ich hatte, als ich mich dem Eis näherte, ist verwirrend. Mein detektivisches Gespür konzentriert sich auf ein kleines Detail, das womöglich belanglos ist. Eine Halskette mit dem eingravierten Ziffern. Das ist, 739. Ja, das ist ja ärgerlich hier. Ja, uns fehlt ein Bild da. Das ist ein bisschen wie so Panini, ne? Eises Geheimnis 254. Der Unfall. Da haben wir auch nicht alles drüber rausgefunden. Wir sind ganz schlechte Detektive. Ganz schlechte Fotografen. Wenn wir eine Pause machen, eine Session-Pause, dann vielleicht können wir ja auch so lange eine Pause machen, dass wir in den Kommentaren ein paar Tipps bekommen könnten von unseren Zuschauern. Weil ich weiß nicht, also ich glaube, wir sind jetzt gerade ein bisschen durchgerauscht, ne? Also wir haben sehr viel übersehen. Und ich habe gar nicht das Gefühl gehabt, dass wir so gerauscht sind. Nein, ich auch nicht. Guck mal, das sind die als Schatten. Eine Sache noch. Achso, ich wollte hier gucken. Wir haben doch nicht nur das Notizbuch. Also wenn ihr gute Tipps habt, dann immer in die Kommentare damit. Wenn es noch nicht zu spät ist in der tatsächlichen Aufnahme, die ist ja immer ein bisschen voraus, dann werden wir die beherzigen auf jeden Fall. Okay, also wir haben einmal das. Ich muss doch nicht immer dieses langen Weg gehen, oder? Schon in der Liste? Ah ja. Geheimnisvolles Tagebuch. Was hätten wir da fotografieren sollen? Ich meine, das Auto haben wir doch fotografiert. Ach so, hätten wir vielleicht das Dings fotografieren müssen? Den Rastplatz? Du meinst das Feuer, ne? Ja, ja. Ja, das denke ich auch. Das können wir ja noch machen. Ich denke auch, dass das war, was ihm noch gefehlt hat. Und beim Unfall haben wir keine Fotos gemacht. Das war halt, aber da waren wir halt auch noch sehr aufgeregt, muss man dazu sagen. Oh, diese Ungewöhnung, ne? Wenn man rausgeht, dem Schnee.